Ich habe gesagt, in dem Augenblick, wo du aufwachst, das heißt, wenn du erkennst, in was für einem Spiel du da drin steckst, ja, in dem Augenblick, wo du verstehst, was da abgelaufen ist, und in dem Augenblick, wo du beginnst, deine Verantwortung zu übernehmen, das heißt zu erkennen, ja, dieses Spiel, da bin ich mit reingezogen worden, da habe ich sogar mitgespielt, da habe ich sogar einen Beitrag zugeleistet, dass das laufen kann. Ja, aber es gab schon Leute vor mir, die das angezettelt haben. Ja, aber egal wer oder was das jetzt irgendwie hervorgebracht hat, das spielt eigentlich jetzt unterm Strich keine große Rolle. Es hilft uns nicht weiter, irgendwelche Schuldigen zu suchen, sondern es geht darum, dass wir es besser machen. In dem Augenblick trittst du meines Erachtens eine ganz außergewöhnliche Reise an. Und die Reise führt uns interessanterweise vom Niemandsland in etwas hinein, das ich den neuronalen Dschungel bezeichne. Was das ist, das werden wir gleich noch ein bisschen erläutern, aber ich möchte euch das kurz erklären. Es gibt also einen sogenannten neuronalen Dschungel, durch den wir uns noch durchkämpfen müssen, bis wir dann in etwas landen, was ich als das sogenannte Reich der Fülle bezeichne. Das ist, wenn man so möchte, eine andere Form des Paradieses, ganz anders als das kindliche Paradies, das wir so kennen. Das ist ein reiferes Paradies. Aber es ist ein Paradies, wo wir auch hier in der ganz normalen, realen Welt leben. Aber kehren wir nochmal zurück zu dem sogenannten neuronalen Dschungel. In dem Augenblick, wo wir uns nach innen wenden, weil wir erkennen, ja, dass das ganze Drama entstanden ist, weil in uns etwas schiefgelaufen ist, weil in uns etwas verankert worden ist, was uns wehtut, die ganzen Sonnen- und Schattenseiten. In dem Augenblick, wo wir uns nach innen wenden, entdecken wir zu unserem Schrecken und zu unserer Verwirrung, dass wir nicht nur einen Anteil haben, sondern ganz viele. Ja, wenn wir uns nach innen wenden, werden wir oft erschlagen von der Vielfalt der Stimmen und Anteile, die in uns drinne sind. Deswegen nenne ich diese Phase, wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, den neuronalen Dschungel. Ja, das kann sehr verwirrend sein, dass wir oft erstmal gar nicht durch dieses Dickicht durchkommen. Und was eine besonders schwere Belastung ist, dass auch wenn wir jetzt aus dem Dramaland zurückkehren und aus den Gefechten uns rausgezogen haben, so haben wir noch jede Menge Verwicklungen, Probleme, Schwierigkeiten, Verletzungen aus diesem Dramaland mitgenommen. Und deswegen ist der allererste Schritt, wenn wir im neuronalen Dschungel sind, dass wir damit beginnen, uns frei zu coachen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir anfangen, diese ganzen Muster, die wir übernommen haben, diese ganzen Stimmen, diese ganzen Verhaltensmuster, diese ganzen emotionalen Muster, dass wir uns von denen, soweit es geht, erstmal loseisen. Aber an dieser Stelle werden wir mit einer ziemlich ungewöhnlichen Herausforderung konfrontiert, die eigentlich im Kern auf was sehr, sehr Gutes zurückgeht, die aber sehr häufig unterschätzt wird und die auch der Grund dafür ist, warum viele schnelle Patentrezepte nicht funktionieren. Ich bin sicher, die meisten von euch haben schon mal so ausprobiert, was weiß ich, irgendwie EFT, NLP, Byron Katie The Work oder was weiß ich nicht alles. Also zig dieser Selbstcoaching-Techniken haben festgestellt, egal wie sehr ich es auch versuche, irgendwie kommt diese schlechte Stimmung immer wieder. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn hat nämlich die wunderbare Gabe, sogenannte neuronale Karten zu entwickeln, die auf Autopilot laufen. So nennen das jetzt die Neurowissenschaftler, neuronale Karten. Aber was damit gemeint ist, dass wir Gewohnheiten entwickeln. Gewohnheiten, die von selbst laufen. Ein Beispiel ist das Schuhe zubinden. Das haben wir als Kinder ein paar Mal geübt, gelernt. Und seitdem machen wir das automatisch. Wir haben eine neuronale Karte gebildet, die auf Autopilot läuft. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir in die Schuhe reinschlüpfen, müssen wir nicht drüber nachdenken, wie ging das nochmal mit den Schnürsenkeln? Wir machen das einfach. Oder Autofahren, das ist eine sehr komplexe neuronale Karte. Aber wer von euch, sage ich mal, seit vielen, vielen Jahren Auto fährt, kennt diesen Effekt, ja, dass ihr, sage ich mal, von Berlin nach Stuttgart fahrt und ihr sitzt ins Auto und fahrt los und den größten Teil eurer Fahrt vollbringt ihr im Autopiloten. Das heißt, ihr denkt gar nicht großartig drüber nach und so kann es dann passieren, dass ihr in Stuttgart ankommt und denkt, was habe ich eigentlich die letzten Stunden genau gemacht? Ja, ihr wart sozusagen so ein bisschen auf Autopilot geschaltet und nur wenn mal was ganz Ungewöhnliches aufgetreten ist, hat euch dann der Autopilot geweckt und hat gesagt, mach mal jetzt eine Entscheidung, was soll ich jetzt tun?
So, diese neuronalen Karten sind extrem hilfreich. Ohne die könnten wir gar nicht im Leben zurechtkommen. Ja, sei es, ob es Schulzubehör ist, Autofahren, Fahrradfahren, wir brauchen das. Und ein weiterer Vorteil ist, dass diese Karten auch blitzschnell funktionieren. Das heißt also, im Falle eines Falles können diese unbewussten Muster in Bruchteilen von Sekunden aktiviert werden. Das ist viel schneller, als der bewusste Verstand agieren kann. Ja, deswegen brauchen wir das. Und was noch dazu kommt, der Verstand oder das Gehirn hat eine Möglichkeit gefunden, diese Muster auch schreibzusichern. Und das ist gut so, ja, weil in diesen ganzen Mustern auch viele Informationen gespeichert sind. Beispielsweise wäre es ja schon ziemlich fatal, wenn du morgens aufwachst und du wüsstest nicht mehr, wer du heißt oder wo du bist. Ja, oder wie das funktioniert mit dem Schnürsenkel zubinden. Ja, oder wenn du jedes Mal drüber nachdenken musstest, wie nochmal ein Auto funktioniert. Ja, das ist schon eine sehr, sehr sinnvolle Angelegenheit. Außerdem sind diese neuronalen Muster auch noch stromsparend, energieeffizient. Man hat zum Beispiel Untersuchungen angestellt mit Leuten, die ein Computerspiel gespielt haben. Hat man Elektroden verdrahtet, um mal zu gucken, was läuft in deinem Gehirn ab. Und haben festgestellt, dass wenn wir was Neues lernen, wie zum Beispiel ein Computerspiel, aber auch alles andere, ist unser Gehirn in heller Aufregung. Das heißt, man sieht, dass ganz viel Aktivität, elektrische Aktivität im Gehirn zu messen ist. Und das saugt auch uns Energie weg. Aber sobald das Gehirn eine neuronale Karte entwickelt hat, also quasi wie so eine Art Muster oder Programm, wenn man das so möchte, geht der Energiebedarf ganz drastisch zurück. Das konnte man dann gesehen, dass die Leute, wenn die dann das Spiel beherrscht haben, ja, dann konnten die das ganz schnell zocken, ohne dass das Gehirn noch groß in Anspruch genommen worden ist. Und ein weiteres Beispiel, um das zu zeigen, wie das funktioniert, ist bei dem Fußballspieler Neymar festgestellt worden. Ja, da hat man auch Untersuchungen gemacht, wie kriegt er es eigentlich hin, dass er so göttlich Fußball spielt? Den hat man dann auch verdrahtet und herausbekommen, dass, wenn der spielt, bei ihm neuronale Karten auf Autopilot laufen. Der denkt nicht mehr nach, wenn der spielt, der spielt einfach. Und wenn ihr bei der letzten Weltmeisterschaft mal so ein paar Interviews der deutschen Fußballmannschaft nachverfolgt habt, dann könnt ihr dort auch hören, dass die Spieler es genauso beschrieben haben. Wenn ich auf den Platz gehe, denke ich nicht mehr nach, dann spiele ich einfach, dann bin ich einfach im Spiel. Und das ist einfach das Großartige an diesen neuronalen Karten. Wir können keine Meisterschaft erlangen, ob wir jetzt ein Instrument lernen, Glasbläser werden oder was auch immer, wenn wir nicht über diese neuronalen Karten verfügen. Also es ist eine gute Sache, würde ich an dieser Stelle sagen. Aber Nachteil, es gilt leider auch für unsere negativen Muster. Auch die sind schreibgesichert. Ja, und die laufen dann in unserem Innern ab wie ein Tonband. Ja, und wir verstehen das gar nicht, warum wir permanent diese Leier haben. Wir haben quasi diese neuronalen Karten erzeugt im Laufe der Jahre und die laufen jetzt erstmal ab. Und das Entscheidende dabei ist, dass wir jetzt lernen, diese Muster wieder zu verändern, dass wir anfangen, neue neuronale Muster zu bilden. Und das müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes trainieren. Wir können die alten Muster nicht einfach wegbrennen. Das hat man mal in den 50er, 60er Jahren versucht, ja, so eine Lobotomie, versucht, solche Muster wegzubrennen. Das hat nun mal gar nicht funktioniert. Und es bedeutet auch, ja, dass wenn wir diese Veränderungsprozesse angehen, dass wir ein bisschen Zeit mitbringen müssen. Es ist nicht so, ja, dass wir erhoffen können, dass wenn wir einmal eine Technik machen oder einmal irgendwie ein Seminar machen oder einmal einen Online-Kurs kaufen und mit diesen Techniken arbeiten, dass wir dann sofort unser Leben radikal verändern. Auch wenn uns das vielleicht der eine oder andere mal als Versprechen mit auf den Weg gegeben hat, ist das nicht so. Es braucht Zeit. Und wen das interessiert, wer das gerne noch ein bisschen vertiefen möchte, den verweise ich gerne auf Professor Dr. Dr. Hüter, der eine Menge zu diesem Thema Musterbildung geschrieben hat. Was heißt das jetzt konkret? Wie kannst du das lösen? Bedeutet, dass wenn du anfängst, dich auf den Weg zu begeben, dass du eine Zeit lang noch mit diesen negativen Mustern zu tun hast, dass du trainieren musst und dass du dafür sorgen musst, dass du wirklich auch dran bleibst. Deswegen habe ich zum Beispiel ein Werkzeug entwickelt, das ich in meinen Seminaren einsetze. Das nennt sich der 28-Tage-Transformer, wo Leute lernen, über 28 Tage hinweg neue Muster zu bilden und so auch das alte Muster sozusagen zu schwächen, dass die Energie in das neue Muster reingeht und je mehr Energie in das neue Muster reingeht, desto schwächer wird das alte Muster. Das ist sozusagen das Veränderungsprinzip. Und vielleicht wird jetzt der eine oder andere sagen, warte mal, Martin, warte mal, Martin, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ja, dass ich jetzt erstmal irgendwie diese ganzen Muster da in mir
auflösen soll. Ja? Und du hast ja selber gesagt, dass da eine Menge Sachen sind. Da habe ich ja die nächsten Jahre oder Jahrzehnte zu tun. Das ist doch furchtbar, diese Aussicht. Ja? Ich habe immer gedacht, das geht irgendwie ganz schnell. Und jetzt sagst du, das dauert noch ein bisschen. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Zwar ist es so, dass es tatsächlich etwas dauert. Es ist nicht so, dass es von jetzt auf gleich geht. Wir haben da noch ein bisschen länger zu tun. Aber die gute Nachricht ist, wir müssen das gar nicht alles sofort wegräumen. Ja, wir müssen nicht sofort im Keller, ja, wo all diese ganzen alten Muster abgelegt sind, müssen wir nicht sofort alles wegräumen. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, um in das Reich der Fülle zu kommen, reicht es, wenn wir den Weg ein bisschen freiräumen, um die Tür, die hinter diesem ganzen Karton steht, erreichen zu können. Denn dort, wo diese Tür ist, da wartet die echte Lösung auf uns. Und diese echte Lösung, von der ich spreche, das nenne ich die sogenannte innere Stimme.